Hallo zusammen und herzlich willkommen bei unserem kleinen, aber unfeinen Versuch gerade hier anzugreifen. Was leider ein bisschen schief läuft. Was mich gerade ganz arg wundert, weil theoretisch sollten wir eigentlich eine Macht sein, das hier zu reißen. Aber gut, was soll's. Was soll's, wir bombardieren sie trotzdem fleißig weiter. Immer schön weiter bombardieren, das passt dann schon. Haben wir nicht noch ein paar Jets oder sowas? Oder sind die alle jetzt da drüben? Das kann nämlich genauso gut sein. Ja, wir tun hier nämlich viel gerade abschießen. Richtig viel sogar. Ich hätte gerne die Jets. Ich hätte gerne einmal Marinebomber. Und strategisch. Ja, da haben wir doch. Dich suche ich doch gerade. So rüber und so rüber hin. Jetzt da. Ich bitte doch darum. Bitte alle dorthin. Gab wohl gerade Zeit, alle mal darüber gehen. Dann möchte ich nämlich noch einmal einen Versuch starten, die anzugreifen. So gut es geht natürlich. Das ist das Problem, dass wir echt keine taktischen Bomben momentan haben. Dankeschön dafür. Ihr seid so gut wie bereit, oder? Ihr seid so gut wie bereit. 3, 2, 1. Die Marines sind meins. Mehr geht nicht. Das heißt, angreifen. Noch eine Atombombe draufschmeißen. So, und das Gebiet bekommt sogar noch Rückenwind von mir. Ja, es ist sehr schön, irgendwas mal da gelebt hat. Jetzt ist es nicht mehr so. Definitiv nicht mehr. Ein bisschen Munition ernten kann niemand verwehren. Ja, ja, ich sehe euch da brennen. Ich sehe euch da brennen. Immer noch nicht ernsthaft. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Atombombe auf euch draufgeschmissen. Es wäre schön, wenn ihr das auch darunter leiden würdet, ein bisschen. Entmagnetisieren ist auch gut. Die haben wir gesagt, brauchen wir alle nicht. Schadenreduktion bei Minen. Bei Minen, das ist noch eine interessante Sache. Boah, auf jeden Fall noch diese Menge. Mehr von den Jägern. Düsenjäger sind gerade heiß begehrt. 80, 90. Jörp, das schaut gut aus. Weil noch eine weitere Bombe kann ich mir nämlich gerade nicht leisten. Und, ja, wir sind drin. Wunderbar, wir sind drin. Wir sind sowas von drin. Das passt. Kommt raus damit. Das Nordische Reich hat seinen Norden hier oben schon mal verteidigt. Wunderbar. Wunderbar, das gefällt mir doch. Okay. Dann bitte ihr alle, die ihr irgendwo hier seid zumindest. Ah, hier. Einmal zurück und wieder nach dorthin. Um quasi alles abzupumpen, was ihr abpumpen könnt. Jedes bisschen ist hierbei gerne gesehen. Düsenjäger mit 100 Festschlägen. Wunderbar. Hier, hier und hier. Und dann noch bitte mal ein paar weitere Marinebomber. Einfach nur, weil wir es können. Alle da rein. Passt. Die haben alle ihre Gebiete bekommen. Atombombe haben wir auch für den Notfall. Militung auch für den Notfall. Fangen wir sie auf Grönland. Nein. Daran glaube ich jetzt mal ernst genommenerweise nicht. Was wir machen könnten wir aber das Gebiet mal ausmarschieren. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht quasi. Ah, weil hier noch so viel ist, deswegen, okay. Was haben wir hier übrig? 400. Lissabon und dann hier drüben angreifen. Dort drüber und dann dort drüber angreifen. So. Da darüber. Das einfach mal Platz für mich machen. Das passt dann schon. Okay, vielleicht noch ein bisschen mehr Platz machen. So, passt. Wir haben dieses Meer im Auge. Und mit Bestfall finden wir sogar da hinten ein bisschen was. Sei nicht. Hallöchen aber auch. Ich wollte gerade sagen, haben wir da soeben amerikanische Truppen abgefangen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. 92 Konvois, das ist nichts mehr.
Damit haben wir sie offiziell von der Karte vertrieben. So mit allem. Ich mit allem. Ja, alle entfernt, dankeschön. Sie kommen halt echt nicht mal mehr ansatzweise in den Hafen hier rein. Das war's. 5 Truppen. Sagen wir, das waren 5 Kompanien von dir. Leider nicht. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, die Luft schaut schon mal besser aus. Ja. Das Wasser ist noch ziemlich, naja, mäßig unterwegs. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen was Besseres machen. Ich würde sagen, Bereitschaft gibt es hier nicht. Wenn, dann gibt es nur puren Angriff. Alles andere ist quasi Zeitverschwendung. Marinebomben, wie weit kommt ihr denn eigentlich? Ihr kommt gerade noch so dahin. Ja gut, besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Bessere Scheibenwischsysteme haben wir auch dabei. So. Amerika. Schottland. Ziemlich Nachschub. Ich bin auch richtig mit dem Nachschub. Also ich bin gerade etwas verwundert. Ach, da oben. Okay, ja, das ist auch... Ja, es ist ja auch ein bisschen was kaputt. Also von dem her wundert es mich jetzt gerade ganz und gar nicht. Wie schaut es momentan hier eigentlich aus? 3 immer noch nicht. Habt ihr die Panzer immer noch nicht bekommen oder was? Eigentlich schon. Dann machen wir es halt nochmal. Während ihr hier hinten schon wieder... Also immer mehr, sag mal, so viel... Darum kann ich doch gar nicht irgendwie hinpumpen. Lass es bleiben, meine Freunde, lass es bleiben. Beziehungsweise, eigentlich möchte ich hier mal auf Bedarf gehen, aber wir haben immer noch nicht 60% erreicht. Wie man sie eigentlich erreichen möchte. Was brauchen wir sonst noch alles gerade? Fünf Stück hier. Hier werden eine gerade nicht gebaut, aber der Rest wird nach und nach noch kommen. Ja, das wird alles noch kommen, das passt dann schon. Also schön Sitz passt und hat Luft. So, Grönland, wie schaut es denn bei dir momentan aus? Du bist voll einsatzbereit. Teilweise einsatzbereit zumindest. Yep, der Rest wird noch vollends ausgebaut. Okay. Kann man nämlich sagen, ich hätte gerne quasi die Insel hier. Wäre zumindest schon mal ein gewisser erster Punkt. Seeinvasion von da nach da bitte machen mit allen Truppen. Schon mal vorbereiten, denn wenn schon, dann schon. Und wir könnten noch sagen, tralali und tralala, Treibstoffgewinnung durch Raffinerien, yep, erhöhen. Damit uns der Sprit nicht ausgeht. Da ist noch ziemlich viel gerade hier. Wie gesagt, wir könnten da noch ein bisschen was treiben. 600 davon. Können wir noch 100 Jäger oder sowas machen? Noch nicht ganz, aber wir können den Limit schon mal festlegen hierfür. Dass wir noch mehr Aufklärung und alles in dem Gebiet haben. Oh, Dankeschön. Oh, darauf war ich die ganze Zeit schon aus. Wir annektieren dich nämlich jetzt. Russisches Kaiserreich. Moment. Das müssen wir natürlich angucken. Das müssen wir natürlich angucken. Tada, tada. Nee, so wollte ich es nicht machen. So, so und bingo. Darf ich euch vorstellen, das neue, verbesserte Nordische Reich. Einmal hier der gesamte Balken hier nach oben. Ist doch herrlich, oder? Ist mega herrlich. Nur ein kleines Problem. Wir haben natürlich wieder Unmengen an Truppen, die nirgendwo zugewiesen sind. Deswegen müssen wir jetzt rumspringen und die ganzen Truppen zusammenkrabbeln, was nervig ist. Ihr bleibt auf blau. Ihr bleibt auch hier. Ich meine, insgesamt ist ja trotzdem alles noch Verteidigungsstreitkräfte. Ah, du warst noch Teil von denen hier, das passt. Ich hätte gerne sämtliche Truppen überall. Eins und eins, das passt soweit. Dann der Rest ist... Ihr 6. Kommt zu dem hier hin. Du kommst dorthin. Ihr 2 kommt zu dem hier hin. Panzereinheit. Die Einheit hier. Ah, hier rüber und dort rüber. Sobald ich irgendwas sehe.
tue ich es einfach gerade irgendwo mal reinzutieren, weil wir müssen es gleich eh nochmal ein bisschen anders hinordnen. Danke für die ganzen Sachen. Sterling. Schwarze Kompanie. Sonst noch irgendwelche? Yep, ihr seid nirgendwo. Ihr seid wirklich nirgendwo zu finden. Dann können wir nämlich eine richtige Umstrukturierung mit euch allen machen. Oh je. Stimmt, jetzt wird es nervigst überhaupt noch werden. Die überall reinzusortieren, so wie ich es gerne haben möchte. Dich auch noch. Jetzt müssen wir mal gucken. Die 6 kommen dort mit rein. Ihr 3 kommt dort mit rein. Ihr kommt auch da mit rein. 70. Einer noch. Da noch einer. Ich habe gar keinen Platz mehr, stelle ich fest. Müssen wir doch nochmal ein weiterer Captain machen oder sowas. Oh, bitte sag mir, wir haben gleich alles durch. Oh, meine Güte. Und noch jemand? Da ist noch einer grün. Man kann es so schlecht auseinanderhalten. Also wirklich schlecht sogar. Da haben wir noch 2 Stück übrig. Da haben wir 3. Okay, jetzt brauchen wir 9. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Der wird dann weiß werden. Und bekommt natürlich auch einen neuen Kommandanten hinzu. Minus 20 Planungsgeschwindigkeit. Ernsthaft? Dann liebe ihn hier. Ein weißes Blatt sozusagen. Du auch noch in die weiße Division? Haben wir... Ach, du bist auch noch dabei. So. Jetzt hört es nämlich aber auch gleichzeitig auf mit dem einfach mal so irgendwelche Truppen bauen. Okay, was haben wir noch? Gebiet verteidigen. 192. Wir haben 7, 14. Also wir haben über 200. So. Verteidigt einfach alles. Das passt dann schon. Können das noch wegmachen. Dann haben wir hier und dort noch einen zweiten. Aber sonst sollte die gesamte Küste hier so weit unterm Schutz sein, dass uns nichts mehr passieren kann. Mir will auch wirklich nichts mehr passieren. Oh, halte ich ihn aber auch. Bewegung auf Land. Verschanzung plus 50%. Verteilung von mechanischen. Ja, Verteilung von mechanischen. Das scheint mir nicht die schlechteste Auswahl zu sein. Okay. Heißt aber, ich wollte gerade sagen. Heißt gerade so einiges, würde ich mal behaupten. Wie wäre es denn dann, wenn wir sagen, wir haben 4 Stück. Wir machen 5 draus. Halt dich hier. Ihr kommt dorthin. Yep, und verbindet euch zu einer Truppe, die quasi Geleitschutz macht. Wobei, ihr könnt auch patrouillieren, das passt. Und dann sagen wir noch, ihr zwei, die ganzen einzelnen Sachen sollen sich auch noch vor uns verbinden zusammen. Das passt dann schon und dann muss ich mir überlegen, wie man euch am besten zusammenwürfeln kann. Yep. Du gehst mit dem zusammen irgendwo rein. Weil erst dann haben wir nämlich wirklich ziemlich viele Truppen beisammen. Dich und dich hier. Ich kann auch noch zusammenfassen. Nach da oben hinstellen und auch noch sagen, können wir Überfall machen? 256. Wenn das jetzt mal keine Hausnummer ist, dann weiß ich auch nicht. Damit sollten wir anfangen können. Damit ist unsere Armee... Oh je, ich sehe gerade so was anderes. Und zwar haben wir wahrscheinlich... Ich habe hier viel zu wenig momentan. 40 Stück wegmachen. 30 Stück wegmachen. Damit quasi hier mal nachproduziert werden kann. Das ist viel, das ist mehr als viel. Okay, was importieren wir denn momentan und exportieren wir? Wir exportieren so viel, das heißt, wir könnten auch direkt noch sagen, geschlossene Gesellschaft. Eigentlich ja. Oder? Ja, wir benutzen alles für uns, das passt.
sowas von alles rein zu uns. Passt. Halb geschossen haben wir jetzt auch ein paar bessere bekommen. Das ist natürlich auch schön. Kein Schwerpunkt geweht. Machen wir gleich noch. Moment. Moment, Moment. Erstmal gucken. Wir handeln mit niemandem mehr. Wir sind jetzt quasi das Nordische Reich. Alles für uns, nichts für alle anderen. Das heißt, wir sind überall im Plus. Das ist schon mal richtig gut. Schwerpunktbewegung können wir noch machen. Und zwar können wir noch sagen, Widerstand brauchen wir eigentlich nicht. Wir bräuchten, wenn dann, Marineproduktion. Nicht weniger. Boah, da stelle ich gerne noch ein bisschen was. Und haben wir noch besetzte Gebiete? Haben wir sogar noch. Yep, aber die kriegen wir auch noch unterdrückt. Da haben wir genug Truppen übrig. Für den Spaß haben wir mehr als genug Truppen übrig. Ich warte immer noch, bis das hier vorhin's mal abgelaufen ist mit den 200. Ich möchte dann als nächstes eigentlich wirklich hier hingehen. Das gefällt mir so sehr. So, haben wir sonst noch gerade irgendwas übrig? Yep. Wir können sagen, machen wir bitte noch mehr Jäger. Strategische Bombe haben wir sogar auch noch übrig. Nice. Bombe Düsen. Wir haben keine Jets momentan. Soft. Sind noch am Auffüllen. Okay. Strategische Bomber. Jetzt sind die mich auch noch weg. Und dann sagen wir Marinebomber bitte 100 Stück dafür machen aus Reserve. Die sollen bitte nach dahin. Also wie ihr nach dahin sollt. Zusammen mit zwei Jägerschwadronen. So. Die werden wir hier schon finden. Die 78 Stück werden wir finden. Wenn nicht, mache ich mir Sorgen. So 259 haben wir jetzt. Kommen wir nach und nach denen hier gefährlich? Yep. Unsere Seestreitkraft ist größer. Bei weitem größer. Okay. Das heißt, das Fleckchen Erde wird bald weggebombt werden von uns. Und zwar massivst weggebombt. Unterstützung ist auf 40%. Das gefällt mir ebenso. Da wird es Zeit für eine Verbesserung der Arbeiter. Das ist eigentlich nicht nein dazu. Und wir benötigen auf jeden Fall noch mehr Zivilfabriken und auch normale Fabriken. Zack, zack, zack. Und natürlich noch jede Menge andere hinterher gemacht. Das passt soweit. Betriebssystem ist hier auch am Laufen. Das ist auch Sachen. Minen legen brauchen wir nicht. Aber wir könnten jetzt so nach und nach mal gucken, dass wir die Bombertechnologie bekommen. Die wäre noch interessant. Wir haben noch jemand, der was nicht macht. Löschen. Bereitschaft. Dort drüber gehen. Kamikaze müsste jetzt nicht unbedingt machen. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten, sagen wir es mal so. Okay, dann sagen wir doch mal, ihr alle kommt nach hier rüber. Bin ich doch mal gespannt, was ihr quasi da so unten zu leisten könnt. Relative Minentechnik, das ist in Ordnung soweit. Trampopam vom Luft. Von der Luft Mine abschmeiße, das könnte auch interessant werden. Ich möchte bitte Medaille hochmachen und bei mittlerem Risiko angreifen, das passt. Damit solltet ihr alle eigentlich quasi wissen, was ihr zu tun habt. 200, es ist viel, was wir gerade haben. Ja, den ersten Flugzeugträger schon gesehen und abgeschossen, ja. Oh, wie dumm von ihnen. Oh, herrlich, das gefällt mir sogar sehr. Ich hatte schon meine Zweifel, ob hier was funktioniert. Aber anscheinend haut es recht gut hin. 133. Wir haben hier und dort Aufsplittungen. Okay, 56 haben wir nur noch. Brauche ich jetzt so viel zum Reparieren, oder wie? Ich glaube, ja. Ich glaube, sowas von mir.
Wir können jederzeit 25 Stück bitte abkommandieren, die dann nichts anderes machen. Außer kurz alles zu reparieren und gut ist. Grönland ist noch nicht hundertprozentig bereit, aber es schaut besser aus. Es wird alles besser. Wolfsrudel, dankeschön. U-Boot-Ort und Effizienz noch ein bisschen steigern. Ja, wir jagen halt vor der amerikanischen Küste. Es ist so... Ach, ich will es gar nicht sagen, was es ist. Das ist der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. 177, jetzt wird es mehr. Wunderschön. Bitte einmal orten. 100%. Patrouilleneinsatz ist auch bereit. Das ist schön soweit. 200 Schiffe, noch mehr. Wir müssen noch ein paar Bomben legen. So wie es aussieht, müssen wir noch ein paar Bomben legen. Oder hoffentlich... Oh, das machen wir ein bisschen langsamer. Das wird interessant werden. Das wird interessant werden. Wir kommen rein, wir schießen den ersten ab. Wir haben ein bisschen was verloren. Ja, bitte weiterschießen. Immer schön weiterschießen. Ich mache es gerade echt ein bisschen langsamer. Oh, okay, das machen wir schneller. Zerschieß alle ihre Truppen, Transporter. Schade. Ja, ein bisschen was verloren, aber die haben wesentlich mehr verloren in der ganzen Aktion hier. Im Endeffekt können wir schnell nachproduzieren. Das ist unser einziger Vorteil, dass wir wesentlich schneller gerade nachproduzieren können. Wir haben sie nochmal. Aber wir schaffen es nicht, die Flotte von uns auszuschalten, weil die Flugzeugträger immer noch da sind. Mist, schon wieder. Schon wieder. Es gibt sogar da. Ah, guck mal. Jetzt versuchen sie alle anzugreifen. Alle Mann hier rüber. Alle Mann nach hier drüben hinschwenken. Das passt dann schon. Haben wir nochmal Marinebomber übrig? Wir haben sogar taktische Bomber übrig. Ich bitte doch darum. Wenn wir die natürlich auch noch haben, können wir mit denen noch mehr schießen. Ja. Und da hinten? Der Stolz der Flotte ist auch noch mit dabei. Der Stolz der Flotte ist mit dabei. Wenn wir das jetzt auch noch... Ja, wir haben einen weiteren Flugzeugträger zerstört. Oh, das war das Dümmste, was wir machen konnten. Ich finde zwar jede Menge kleine Kreuzchen, aber die machen nichts. Die sind mir sowas von egal. Jupp. Zerschießt sie einfach nur. Ein paar weitere. Wunderbar. Noch mehr. Wunderbar. Ich glaube, jetzt haben wir ziemlich viel. Sind die schon? Die sind noch nicht gestartet. Okay. Die sind noch nicht gestartet. Aber nichtsdestotrotz. Fangen wir sie überall ab, wo wir sie abfangen können gerade. Yep, das passt. Egal, wo sie sich verstecken, wir kriegen sie trotzdem. 1718, yep, da seid ihr nochmal. Ja, schmerzlich, schmerzlich. Wir haben jetzt noch übrig. 228, das ist noch eine gute Ladung, was wir haben. Aber bitte Mut zu reden, auch wenn wir gerade viel verlieren. Im Endeffekt gewinnen wir trotzdem. Oh, Saft! Moment, wer greift jetzt? Greife ich gerade? Ich greife gerade an der Typen. Ja. Können wir irgendwie. Moment. Wir können Unterstützungsangriff machen. Yep, geht sogar. Auch wenn es so minimal ist. Okay, es bringt echt rein gar nichts. Vergiss es. Es ist bloß Bodenbombardierung. Wobei? Wobei, es sollte eigentlich gehen. Ja, wir haben keine Luftüberlegenheit momentan. Aber es reicht trotzdem aus. Aber nicht für ein Bömpchen. 3 Tage noch. Das könnt ihr nicht durchhalten. Ja, ich bombardiere gerade von oben noch. Ich weiß, es tut weh. Ich muss meine Bombe auch gleich abziehen, weil sonst sind sie nämlich weg vom Fenster. Aber das möchte ich sehen. Das möchte ich sehen. Ja. Okay. Zurück. Dann mal hier hin zurückziehen. Das passt schon soweit. Wahrscheinlich zu viel in der Schlacht gerade momentan verloren. Dankeschön.
Dann sag mal doch bitte mal, du Einzigstier gehst darüber hin. Und der geht auch da drüben hin. Dann haben wir den Bereich, wir haben einen Flugplatz. Wir können Jäger rüberschicken und einfach eine Dauerbombardierung machen. Oh, wie geil ist das denn? Und noch mehr Truppen hinschicken. Ja, damit, lass mich da hin, lass mich da hin. Das Ganze muss nämlich direkt schon mal wieder weiter aufgebaut werden. Aber sowas von. Ich würde sagen, bitte einmal einnehmen. Dankeschön, der Flughafen ist mein, zum glücklich sein. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und et voilà. Wir können sagen, mach eine Seeinvasion von hier nach da drüben hin. Das wird's nächste sein. Oh, nice. Ach, das ist sogar schon hoch aufgebaut. Luftwaffenstützpunkt auch. Antenne noch nicht ganz, aber das kriegen wir noch hin. Radar kriegen wir auch noch hin. Das passt. Ich bin zufrieden. Ich bin mehr als zufrieden. Dann sagen wir bitte... ...400 Jäger. Yep. Und bitte... Zwischenjäger haben wir auch noch eine Handvoll. Yep. Aber 500 reicht mal. Wobei, wir können noch mehr machen. Limit auf 1000 festlegen. Ihr trainiert dann erstmal. Weil dann möchte ich nämlich diesen Bereich hier quasi erstmal für mich gewinnen. Das wäre nämlich echt nicht schlecht. Und können wir euch schon den Auftrag geben zu verminen? Nein, wir haben die Technik noch nicht. Okay. Das macht rein gar nichts aus. Überhaupt nichts sogar. Wir müssen bloß diesen Bereich weiter für uns gewinnen. Hier Romba, Dankeschön. Den können wir recht gut gebrauchen, eigentlich. Hier Romba, danke. Ab nach da oben mit dir. Düsenjäger, Marinebomber. Ich bräuchte man nicht mehr. Nein. Aber ich sage mir jetzt einfach mal, da ist die Luft draußen. Aber euch kann man noch benötigen, genauso wie ihr hier. So, der Rest ist soweit in Ordnung. Yep, der Rest ist soweit sowas von in Ordnung. Pilotenübung. Yep, will ich schon üben. Irgendwie macht ihr gerade gar nichts, oder? Nein. Minus Luft abwerfen. Dankeschön, das wollte ich jetzt schon die ganze Zeit haben. Jetzt da. Komm schon Training, komm schon Training. Gute Rede, Basismobilität ist gesteigert worden, das passt. Okay, wisst ihr was, wenn mir nichts trainieren kann, dann bitte versucht mal hier mit 1000 Jägern irgendwas anzurichten. Beziehungsweise, ist hier sonst noch gerade was da? Eigentlich, ja, doch ein paar Bomber sind hier und sowas, okay. Das heißt, wir müssen noch gucken, dass wir vielleicht mit doch noch mehr Jets zuerst kommen. Das wäre noch eine Idee. Überschwere Panzer, leichte Panzer. Wir haben noch... Ach stimmt, da war noch was. Ich habe noch etwas ganz Dringendes vergessen. Und zwar das Löschen dieser ganzen Sondersachen, die uns quasi eh nichts bringen. Ah, diese ganzen Sondergedönse. Das sind die, wo wir eigentlich haben. Motorisiert, nein, wir hatten das hier, Infanterie 6, genau. Alles andere ist für uns egal. So, dann sagen wir mal. Die ganzen Vorlagen hier sollen bitte umgerüstet werden. Wie alle hier. Sollt bitte die normalen Armeelinge werden. Dankeschön. So, die nächste Armee. Das gleiche einmal hier. Armeeförderlinge.
Und den Rest mache ich noch quasi offline. Dann sehen wir uns nämlich bei der nächsten Folge wieder, wenn ich das habe. Und wir dann weiter Richtung Amerika vorgehen. Ich meine, die Kleinen sind jetzt noch dann mit. Und danach gibt es eine Großinvasion auf die Küste. Und danach würde ich mal auch behaupten. Ich habe schon wieder Flugzeugträger verloren. Können gerade echt nichts mehr reißen. Danach sollten wir vielleicht in der Lage sein, Amerika ganz einzunehmen. Auch bis dahin, macht's gut und wie immer. Tschüss alle.